Hallo HSV-Fans, heute sind wir bei der Fragerunde des diesjährigen Adventskalenders und ja, ich beginne da mal mit ein paar Fragen und die erste lautet: Wer ist dein Lieblings-DJ in der Kabine? Mein Lieblings-DJ in der Kabine? Bakker. Bakker? Ja. Wieso Bakker? Bakker spielt gute Lieder, ja, afrikanische Songs immer sorgen für gute Laune bei uns, ne? Okay. Die nächste Frage wäre: Hast du eine Lieblingsserie? Wenn ja, wieso? Meine Lieblingsserie ist, ja, würde ich sagen, Prison Break. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich alle Staffeln von gesehen und ja, auch in kurzer Zeit, weil es mich so gepackt hat. Okay, sehr gute Serie. Das wäre auch meine gewesen. Was darf auf einer Auswärtsfahrt im Koffer nie fehlen bei dir? Ich weiß, was kommt. Mein Laptop, würde ich sagen. Was noch? So, mein Oropax, weil Fernand schnarcht. So, nächste Frage. Hast du einen Lieblingsgegner aus dem Norden? Also wenn ich auf die Saison gucke oder zurückschaue, dann würde ich jetzt sagen Werder Bremen. Ja, war sehr erfolgreich auch. Ne? Ja, absolut. Nächste Frage wäre: Was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ja, eigentlich nur, dass wir alle gesund bleiben, sonst habe ich eigentlich keinen großen Wunsch. Was kann man dir schenken, wenn ich dich jetzt frage? Was du mir schenken könntest, was mich glücklich machen würde, wäre... Neue Oropax. Habe ich mir erst neue gekauft. Okay. Ja, wunschlos glücklich im Moment. Wüsste jetzt nicht, was ich mir da wünschen könnte. Okay. Nee, gibt's nichts. Okay. Aber danke. Ich brauche dir nichts schenken, ne? Wenn du ein Keks wärst, welcher wärst du? Ja, Leibniz-Butterkeks. Wie viele Ecken, wie viele Kanten im Leibniz-Butterkeks, weißt du? Nee, weiß ich nicht. 52, glaube ich. Ist das richtig? Ja, ne? Fernandschau ist sowas. Hab ich mal gehört. Wer ist dein Kindheitsidol? Thierry Henry. Okay, warum? Guter Spieler, sehr guter Spieler. Ähnliche Kopfform damals gehabt wie ich. ja, fand ich einfach überragend. Also habe ich gerne zugeschaut, hatte auch, ich glaube, mein erstes oder zweites Trikot war auch von ihm. Oder war sein, hatte ich sein Trikot. Das war für mich mein absolutes Idol. Defensiv auch jemanden? Gab es eigentlich nicht so. Eigentlich nie so Lust gehabt zu verteidigen früher. Irgendwann dann vielleicht mal Jerome Boateng, aber das war es auch. Ja. Wird dir häufiger gesagt, dass du aussiehst wie grauer Wurm von Game of Thrones? Habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht. Ich habe Game of Thrones nicht geguckt, deshalb ich weiß nicht. Wüsste ich auch nicht. Kann damit nichts verbinden. Nächste Frage dann. Mhm. Wer ist dein Lieblingsspieler auf deiner Position? Im Moment oder generell? Also generell würde ich jetzt sagen, Dani Alves war so auf meiner Position lange der, ja, ich fand der die Position am besten ausgeführt hat, so ja, auch sehr offensiv interpretiert hat und ja, würde ich sagen, Daniel. Okay. Nächste Frage. Kannst du Ferros Spitznamen bitte nochmal für die Fans sagen? Komm, einmal noch. Daniel Fanatsch. Fanatsch. Hör ich jeden Tag, Leute. Hör ich jeden Tag. Ist auch ein schöner Name, ne? Ja. So, nächste Frage. Erzielst du lieber ein Tor oder verteidigst du lieber eins auf der Linie? Am besten beides, ne? Ja, am besten beides, aber ich verteidige lieber eins auf der Linie. Gut so. Mag ich auch mehr. Ja, klar. Nächste Frage und ich glaube auch letzte Frage, ja. Gehst du immer noch bei Major League deine Haare schneiden? Ja, gehe ich. Top, super Fragerunde. Danke für deine Antworten. Sehr gerne, Fernand. Danke für deine Fragen. Gerne. Für eure Fragen. Vielen Dank für eure Fragen. Diesen Pullover, den ich hier trage, den könnt ihr auch gewinnen. Frohe Weihnachten wünsche ich euch.